Nacht zusammen, kommt zurück in Ruhrkirchen. Dieses Mal bei der Fahrt mit einem unserer Busse, die hier gerade vom Hauptbahnhof losgefahren sind. Jetzt in Marxloh angekommen sind. Und ja, wir haben die Busverbindung erfolgreich eingerichtet. Jetzt muss ich das alles mal ein bisschen einpendeln. Auch mal schauen, wie das dann funktioniert. Gemeinsam mit der mit den Straßenbahnlinien, dass, ja, dass sich diese beiden Verkehrssysteme sinnvoll ergänzen. Zumindest wir hier einen Eindruck bekommen, wie es in Marxloh aussieht. Wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun. Ich will mich jetzt endlich den Bahnhofsvorplatz fertig entwickeln. Das ist jetzt der Plan für diese Folge. Von daher verlassen wir jetzt mal diesen Bus und springen rein. Ich habe zwei Sachen off-cam noch gemacht. Sehen hier noch den Stau. Irgendwie gibt es da Probleme mit den nicht abgeholten Leichen. Also ich habe zwei Sachen gemacht. Einmal war ja hier diese etwas komische Konstruktion mit der Brücke, das haben wir ja schon gelöst, hier mit der Fußgängerbrücke, das geht mit diesen Überspannungen. Und ich habe jetzt hier auch nochmal einen Kreisel verändert, dass jetzt hier die Busse vernünftig drehen können. Da gibt es nämlich tatsächlich ein kleines Problem. Ansonsten können wir vielleicht mal, können wir mal zeigen, ich habe die Buslinien auch alle jetzt umbenannt. Also hier sind jetzt die ganzen Strecken, ich habe die Anzahl der Busse definiert. Und ja, wir sehen, also hier gibt es einiges, was gut ausgelastet ist, manche noch nicht so gut. Ich habe die Preise auf 4 Euro geändert. Das ist jetzt auch alles gleichmäßig. Und jetzt schauen wir mal, ich glaube, hier auf der Strecke nach Ehrenfels ist gar nicht so viel los. Da nehmen wir noch, vielleicht noch einen Bus weg. Wir wollen jetzt hier weiterentwickeln. Hier vorne, das haben wir ja alles schon fertig gemacht. Ich will Folgendes machen. Ich möchte, dass hier die ganzen parkenden Autos verschwinden. Da brauchen wir hier die großen Straßen mit Bäumen. Ja, genau. Die setze ich dann hier in die Mitte. Dann verschwinden die parkenden Autos. Hier sind wir. Ganz gut gucken, was ist das denn? Ist das K? Ist die Wagnerstraße hier nicht? Das ist hier noch nicht. Da. Gehen wir einmal auf 6. Bis hier vorne. Machen das Gleiche. Und definieren hier noch Busspuren. Genau so, das gleiche machen wir hier. Möchte ich nämlich auch keine parkenden Autos haben. Auf der Seite auch nicht. Dann haben wir hier das Parkhaus und dann müssen wir hier runter ebenfalls diese Verbindung so setzen. Das hat geklappt, außer hier vorne. Da müssen wir einmal die Brücke etwas erweitern. Mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Das ist ein bisschen tricky im Nachgang. Wer hier denn? Das ist eine etwas wilde Verkehrsführung, wie wir hier sehen. Also, wenn ich das hier abreiße, dann gucken wir mal, ob wir das hier einplatziert bekommen. Aber ich möchte jetzt mal hier auch noch mal ein Stück abreißen. Dann können wir jetzt das Upgrade machen auf 8 Spuren. Das ist hier
Oh, da passt die Verbindung. Steht so, das ist doch prima. Die Partnerautos sind verschwunden. Wir können jetzt die Höhe hier wieder heranführen und dann die Schienen wieder setzen. Das perfekt. Und wir können laufen lassen. Da können wir jetzt ein bisschen Detailarbeit machen, das was hier noch ein kleines bisschen abflachen. Das wir werden hier vorne Bäume platzieren entlang der Eisenbahnstrecke. Das soll so ein bisschen der Schutz sein. Da nehmen wir idealerweise genau Fichten, denn die sollten immer grün sein. Sonst haben wir nämlich den Nachteil, dass wir eben Sommer zwar einen Schallschutz haben, der einigermaßen funktioniert, aber nicht im Winter. Aufpassen, dass hier keine Fichten auf die Gleise kommen. Dann ziehen wir die hier lang. Das muss ein bisschen kleiner werden, genau so. Ja. Und dann haben wir hier noch Kiefern. Uns bis zum Ende. Ja. Was auch noch. Weil ich glaube, das war's. Oder haben wir hier noch eine Palme? Brauchen wir nicht in Ruhrkirchen. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus, wenn wir jetzt hier auf der Ebene sind. Dann haben wir hier doch ganz guten Sicht- und Schallschutz vor den Zügen. Gut. Jetzt können wir hier weiter platzieren. Wir brauchen hier, da haben wir diese Zellen gekauft, da werden wir jetzt auch noch ein paar Gebäude denke ich platzieren. Diese Straßenkonstruktion, die ist noch nicht ganz so sinnvoll. Finde ich, wenn wir das uns mal angucken, das gefällt mir nicht so richtig. Wir werden das gerade machen. Gefällt mir besser, dann haben wir nämlich hier eine klare Linie für unsere Verkehrsführung. Wir brauchen jetzt hier Geschäfte und solche Dinge. Ich möchte hier erstmal eine, also hier vorne sollte nicht zu viel Straßen rausgehen. Und eine Fußgängerbrücke, war gar nicht so schlecht, aber noch eine hier. Ich kann noch mal eine hier rüber setzen. Das finde ich auch ganz smart, wenn die Leute quasi hier aus Marxloh hier hochlaufen könnten. Ich glaube, das wird nochmal eine Herausforderung. Wir brauchen hier dann eine Brücke hier drüber, wo wir das hinkriegen. Also, wir gehen 7,50 Meter hoch. Reicht das? Oder sind da die Schienen im Weg? Das kann nämlich sein. Gucken, welche Brücke. Ah, die Brücke funktioniert. Das ist mit dieser Fußgängerbogenbrücke. Die sieht auch gut aus. Oh, besser. Dann müssen wir jetzt. Und das testen wir nochmal, wenn wir die etwas tiefer setzen.
Das scheint nicht zu reichen. 875 reicht aber. Okay. Gut, dann bleiben wir bei 8,75 Meter und müssen jetzt gucken, dass wir hier natürlich runterkommen, ohne dass es hier zu steil wird. Also jetzt haben wir hier 10%. Gucken. Wir machen das hier mal aus, außer die 90 Grad Winkel. Den Fußgängerüberweg, den nehmen wir hier natürlich nochmal weg. Den brauchen wir hier nicht. Aber jetzt können die Leute hier rüberlaufen. Das passt auch ganz gut. Hier haben wir nochmal ein paar Bäume. Da oder ein paar Büsche, damit hier keiner in die Glase läuft. Da können wir ja keine Wegführung machen. Deswegen sind zwar immer ein paar Büsche. Dass klar ist, wie die Wegführung hier ist für die Leute, die dann hier den Fußweg nehmen sollen. Das wird natürlich unter normalen Bedingungen komplett einzäunen, aber das, ich denke, das ergibt sich natürlich für unsere Leute hier von selber. So, wir brauchen noch die Verbindung auf der anderen Seite natürlich, da müssen wir auch nochmal runterkommen. Aber ich hoffe, dass das jetzt besser geht. Wir sind bei 8,75 Meter gewesen. Gleiche Verbindung. Wir setzen auch hier ein paar Büsche, um die Gleise abzutrennen von unserem Fußweg. Aber vielleicht laufen die Leute von der Marxloher Seite dann einmal hoch Richtung mit dem Auto oder dem Bus zu fahren. Ja, und wir sehen sofort, was hier los ist. Das scheint eine wichtige Verbindung gewesen zu sein für unsere Marxloher. Bisschen asymmetrisch diese Brücke, aber hier ist auch nicht was los. Jawohl. Wir werden jetzt hier ein paar Straßen einfügen. Hier ist jetzt die Herausforderung. Ich möchte, wie gesagt, hier können wir vielleicht nochmal abbiegen. Und hier, da sind die Abstände hier zu den Kreuzungen ausreichend. Also wir gehen hier einmal raus. Mark setzen wir gleich. Das gleiche machen wir auch hier. Natürlich dann wieder das Gelände ein bisschen beachten, denn das Spiel kennen wir ja schon. Das Gelände ist anspruchsvoll. Also nämlich auch hier haben wir jetzt natürlich die Herausforderung, wir werden das hier mal ein bisschen ebnen. Dass wir jetzt hier dieses Plateau haben. Damit wir dann hier hinten rumkommen. Diesen Park nehmen wir uns mal. Den können wir mal gut platzieren. Vielleicht vorne auf diese Seite. Dann haben wir da die 1. Auguststraße, was auch immer die für eine Bedeutung hat. Ich möchte hier relativ nah an unserer Straße rum, in dem Tunnel. Gehen hier senkrecht raus und dann, das passt sehr gut.
So, das wird quasi dann die Abtrennung für unser Bahnhofsgebiet. Die Fußwege setzen wir jetzt auch nochmal. Ich möchte mir noch ein paar definieren. Auch da machen wir alles wieder aus, damit ich freie Bewegungen habe. Dann definieren wir hier noch ein paar parkähnliche Möglichkeiten, dass ich mich dann hier aufhalten kann. Wenn ich auf den Zug warte. Wir installieren in der vordersten Reihe Gewerbe. Ich möchte von denen hier, dieser hohen Dichte, da machen wir kleine 2x2 Felder. Sonst werden die mir zu hoch. Ein bisschen die Gefahr. Die kleinen, die können wir dann aber größer definieren. Also mal 3, das geht auf jeden Fall. 2x4, denn die werden ja nicht so hoch. Wohnen soll hier natürlich niemand. Also hier kommen jetzt keine gemischten Gebäude hin. Hier entsteht also sofort Gewerbe, wenn wir doch einiges an Bedarf. Wir gucken mal, was sagt denn jetzt hier, das Parkhaus ist voll. Dann brauchen wir noch ein neues Parkhaus. Nehmen wir da so ein unterirdisches, das können wir glaube ich hier vorne ganz gut platzieren. Und das gleiche auf dieser Seite. Dann haben wir hier ausreichend Parkmöglichkeiten und werden dann auch wieder Bäume pflanzen. Zunächst die Büsche, die hier entlang sind. Das ist quasi unser Zaun. Jetzt hier noch ein paar normale Bäume, da oben können wir vielleicht nochmal einen Park vorher platzieren. Gucken wir mal, ein großer Park. Kleiner Platz, den kriegen wir wahrscheinlich hier nicht reingebaut, ohne was abzureißen. Na gut, dann nehmen wir das hier mal weg. Definieren den hier. Ich glaube, das geht mit den Wegen auch so ganz gut. Und dann, wie gesagt, jetzt hier noch ein paar Bäume, um das Ganze hier attraktiv zu machen. Im Hintergrund tobt mal wieder ein Wirbelsturm. Die sind echt lästig. Der Bahnhof ist jetzt aber, denke ich, fertig entwickelt. Wir gucken mal hier auf der Ebene für die Leute, die hier spazieren gehen. Da laufen auch ein paar. Das sieht doch gut aus. Hier vorne dieser Platz. Und dann der geschäftige Bahnhofsvorplatz.
Das ist gut. Hier ist, denke ich, was los. Bei der Busstation können wir mal gucken, was wir noch an Erweiterung haben. Plattform, Taxistand. Die E-Ladebusse haben wir nicht. Die können wir einfach mal erweitern hier um diesen Taxistand. Das halte ich für ganz sinnvoll. Nummer hier, Parkhaus. Das ist jetzt tatsächlich mal leer. Das ist doch sehr vernünftig. Der letzte Check, bevor wir uns dann aus Ruhrkirchen wieder verabschieden. Wir werden hier jetzt in der nächsten Folge das hier weiterentwickeln. Wir sehen hier überall die Kriminalitätsrate, weil das keinem Polizeirevier zugewiesen ist. Ich möchte aber noch mal gucken beim Strom. Wir sind jetzt im Frühling. Damit sinkt der Stromverbrauch. Das ist jetzt wirklich schon großartiges Micromanagement, dass wir hier den Strom wieder runtersetzen können auf 120%. Weil natürlich im Winter kein Strom gebraucht wird fürs Heizen. Also wir werden jetzt hier sicherlich wenig Wärmepumpen haben, aber dass wir hier tatsächlich eine Elektro- oder Nachtspeicherheizung oder solche Sachen. Ich denke, also in diesem Bild bleiben. Passt das eigentlich ganz gut. Also wir sehen, das ist jetzt noch deutlich niedriger wieder. Gehen wir hier runter auf 74%. Jetzt ist es fast ausgeglichen, also 80% ist eigentlich ganz gut. Brauche ich 84, Wasser, Abwasser, Müllverwaltung. Das checken wir auch nochmal. 2000, das ist okay. Strom sind wir bei 70 Megawatt. Prima, die Kraftwerke laufen auf 16 und 17 Megawatt. Prima, also das, ne, liegt im Winter daran, wir brauchen einfach mehr Strom für die Beleuchtung, ein bisschen Heizung etc. Wenn das im Sommer der Strombedarf vielleicht sinkt, das ist in einer Industrienation, in einer Industriestadt, ist das ganz normal. Das wird sich jetzt in den nächsten Jahren dann im Zuge der Energiewende natürlich ändern, wenn dann Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen etc. dazukommen. Das haben wir alles so nicht. Müssen wir auch gar nicht haben. Das kommt erst, wenn wir uns mit der Energiewende dann auseinandersetzen und die hier etablieren. Der Bahnhof ist fertig. Wir können uns dann in der nächsten Folge dem nächsten Thema widmen. Wir werden jetzt hier dann den Ausbau machen, das dann aber nicht so dicht bevölkert wie Marxloh. Das wird halt unser dicht bevölkerter Stadtteil bleiben. Das wird jetzt hier wieder eine Dichte abnehmen. Ich möchte hier noch ein College installieren. Eine Fachhochschule heißt es ja auch im Deutschen. Das ist von der Übersetzung her eigentlich falsch. Es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das werden wir auch installieren, denn wir brauchen dringend was im Bildungsbereich und wir werden uns auch mal um die Grundschule kümmern. Das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen dieser Folge und bis zum nächsten Mal.